Ja, Leute, das wird wieder mal ein perfektes Beispiel dafür, wie Leute das Report-System missbrauchen. Ja, wir haben ja zweimal T30. Einer davon wird jetzt live, beziehungsweise das Spiel ist jetzt 5 Minuten her. Vor 5 Minuten oder 10 Minuten war ich mit denen Los im geht's! Gefecht. So, es gibt vier Artis in diesem Spiel. Vier beim Gegner. Team, drei bei uns. Bei uns sind das drei sehr starke Artis. Und das ist eine offene Map. Der größte Fehler, den du machen kannst, ist deine Base unbeaufsichtigt lassen. Weil dann hast du ruckzuck drei Artis weniger. Und was das auf einer offenen Map heißt, wenn man drei Artis verliert, brauche ich euch hoffentlich nicht zu erklären. Ja? Vor allen Dingen, ich habe genug Sichtweite geskillt. Mein E100 hat genug Skills, dass ich auch ziemlich weit gucken kann. Wie ihr seht, hier ist auch ein AMX 1390. Und hier, alles was hier oben ist, kann ich von hier aus beschießen. Dafür muss mein Panzer nicht da oben sein oder da unten. Ich kann hier, 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 hier überall wirken, spotten und deffen. Okay? So, ich bin auf. Ja, fängt schon an. Red Idiot. Ja, der beleidigt schon seit der ersten Minute des Spiels, weißt du? Red Idiot. Und so weiter und so. Das ist auch ein Deutscher übrigens, soweit ich weiß. Der hat mittendrin. Der hat mittendrin auch auf Deutsch geschrieben, ja? Schäm dich mal, du Lappen. Wenn das Video zu Ende ist, dann weißt du, warum ich hier gestanden habe, okay? Kannst du dir auch mal die Stats angucken und dann gucken wir mal, wer von uns beiden ein Idiot ist oder was auch immer du mich genannt hast oder Bot oder eBay-Account oder was auch immer. Lappen. Der geilste Typ ever ist sowieso unser Jagdpanzer E100. Müsst ihr mal gleich mal gucken, was der bringt. Der bringt jetzt gleich eine richtig geile. Also erstmal. Erstmal schreibt er ja Report our E100 Bot AFK, irgendwie sowas. Ne? Also der Jagdpanzer E100 schreibt gleich, man soll mich reporten und dann müsst ihr mal gucken, was er dann so bringt. Also der pingt mich jetzt an, so, weil ich bin ja hier komplett falsch. E100 WTF T49, ja. Ich schicke euch allen, die hier im Game so viel Scheiße geschrieben haben, schicke ich euch gleich mal ein Replay. Hier, Jagdpanzer E100. All please report our E100 Bot Tanks. Reported E100. No skill RTA. Ah, okay. Also Jagdpanzer E100 auch schon scheiße am Labern. Okay, gut. Jetzt gucken wir mal gleich mal, was dieser Profispieler. Oh. Ja, das war AMX, was ich ausgeschaltet habe. Vor lauter Laberei habe ich jetzt verpasst, euch diese Szene mal anständig zu zeigen. Ja, vor lauter Scheiße Laberei. Jetzt wollen wir doch mal gucken. Hier. Jagdpanzer E100 geht scouten. Der Typ, der mich reporten wollte. Auf einer offenen Map mit vier Gegner-Artis. Mit davon zwei Badget-Artis. T92, Objekt 261. Hier. Jagdpanzer E100, der mich als Noob, eBay-Account und was auch immer, ich soll reportet werden. Der geht mit seinem Jagdpanzer E100 scouten auf einer offenen Map. Das sind mir immer die richtigen, Alter. Wollt ihr raten, was mit ihm gleich passiert? Also, er fährt auch nicht hier rechts irgendwo an Felsen oder. Das wär auch dumm. Hoch 200, ne? Aber pass auf. Geiler Typ, Alter. Ich feier den richtig, Mann. Richtiger Profi. 33 Schaden. Immerhin. Denn die untere Wanne war versteckt, so wie es aussieht. Jagdpanzer E100, der geilste Typ ever, ist mitten auf einer sumpfigen Map, offenen Map. Mit vier Gegner-Artis. 1000, irgendwas hat er schon gefressen. 300. Der hat seine kompletten HPs verloren, der Typ. Da fährt er scouten.
Ihr könnt ja mal gleich mal im Anschluss bei den Stats gucken, was er denn so gerissen hat. Geiler Typ. GGE100. Meint ihr jetzt mich oder den Jagdpanzer E100? Geiler Typ, Alter. Ich feier mein Team hardcore. Oh. Da, ein Ruh. Siehst du? Wäre ich jetzt hier nicht stehen, wäre der Ruh jetzt durch und wir hätten drei Artis weniger, ne? Weißt du Bescheid, Kollege? Muss ja auch im Gegnerteam mal die Panzer lesen. Okay, Ruh hat mich gekettet. Ich habe daneben geschossen. So, er hat mich wieder gekettet. Aber wir haben ja drei Artis, ne? Die könnten ruhig mal den Ruh mal beschießen, so, ne? Mit HE in den Turm von Ruh. So, jetzt will der Ruh hier aber durchfahren und hier hoch und sich die Artis holen. Artis treffen daneben. 811 mit HE. Und Ruh ist raus. Ich bekomme Beschuss hier vom Jagdpanzer E100. Jetzt kann er mich auch penetrieren. AMX-50B hat mich nochmal getroffen. Und AMX-50B trifft mich nochmal. So, jetzt habe ich nur noch 20 Strukturpunkte. Und jetzt guckt euch mal an, was ein E100 mit 20 Strukturpunkten noch machen kann. Wenn er denn ein bisschen Skill hat. Okay? Und ein bisschen Ahnung vom Spiel hat. Gebt gut Acht ab. E100 Spam and Bot and Unfair. Missbrauchen des Report-Systems. T30, you are misusing the report system live on YouTube. You know? Thank you for that. Ja, drei Reports komplett umsonst. Spam-Report, was weiß ich was für Report. Ja, weil ich unsere Artis und unsere Base beschütze, weil hier sonst keiner steht. Dafür, dass ich unserem Team helfe, bekomme ich jetzt sämtliche Reports, was der zur Verfügung hat. Geiler Typ. Ich feier dich auf jeden Fall. Unsere Artis hier, guck mal auf Minimap, da drüben, der T30 vom Gegner, da wo wir hinpingen. Wir haben drei Artis und die kriegen es nicht gebacken, den da rauszunehmen, ne? Der hier, da drüben. Guck mal im Gegnerbase da. Hier. Ja, seit 5 Stunden gammelt der da rum. Also, ich weiß nicht, wo unsere Artis mit ihren Köpfen waren, aber naja. Ja, da beschwert sich schon eine Arti. Ich spule mal ein bisschen vor. Die Arti nimmt hier rechts was ab. Ist der Account von eBay E100? T30? Ja, ich schicke dir bald ein Replay, damit du dich mal schämen kannst, du Lappen. Ja, wir sehen ja in den Stats hinterher, was du gerissen hast. Mit deinem T30. Ob der Account von eBay ist. Vielleicht ist dein Account von eBay. Ich meine, wir sehen ja in den Stats gleich, ne? Wie gesagt. Ausgerechnet die, die mich am meisten hier zugeschissen haben mit Spam, Alter, mit Beleidigungen und sonst was. Ausgerechnet ihr habt das Spiel komplett verschissen. Der beste ever war eh Jagdpanzer E100, der Scouten fährt. Mitten aufs auf sumpfige Landschaft geht der Scouten gegen 4 Gegner-Artis und jede Menge Spotter und so. All Suicide T30. So, jetzt kommt auch eine passende Antwort, weil ich habe die Schnauze voll. Unten links kann man es lesen. T30, shut the fuck up, you useless, dirty Megabot. Aha. Nächster Report, Noob. Reporte mal bitte deine Genetik, ey, dafür, dass du ein dummer... Ach komm.
Reporte einfach deine Genetik. Dafür, dass du einfach dumm bist. So, linke Flanke ist gefallen. Ich gucke, dass ich diesen Felsen hier als Schutz benutze gegen diese Panzer und fahre so, dass die mich weder sichten noch beschießen können. Ja, also hier oben eventuell AMX-50B. Ich gucke, dass ich so fahre, dass der Felsen mich dass der Felsen mir als Schutz dient, sowohl vor Sicht als auch vor Beschuss. Fahre hier rüber, um die linke Flanke zu deffen. Ich habe jetzt 11 Minuten lang die Mitte gehalten und auch beschossen worden. Die Artis beschützt. Jetzt halte ich die linke Flanke. T-30, Jagdpanzer, E-100 und wer mir auch sonst noch so eine Scheiße geschrieben hat, schaut das Video und lernt. Okay? Das macht nämlich Spielerfahrung aus. Mit 20 Strukturpunkten, ne, im Kopf behalten. Wir haben noch 3 Minuten 30 Sekunden. T-30 ist an mir gebounced. Ich habe den dafür getroffen. Da kommt T-30. So. T-30 rausgenommen. Ja, der beschwert sich schon. Fucking Camper. Ja, da schreibt auch jemand Time, also Zeit. Dementsprechend fahre ich vor. Und entdecke den E-100 vom Gegner. 3,95. Schräge mich an. Der bounced mit Gold an meiner Seite, an der Schottpanzerung. Und wird rausgenommen. 1 Minute 40 Sekunden. Letzte Position ist unten am Wasser. 20 Strukturpunkte hat der Akku noch, ne? Und da ist der gegnerische 94, das Spiel gewonnen mit 20 Strukturpunkten. Wir sehen uns bei den Stats, bis gleich. So, hier bin ich, der mit dem eBay-Account und der nicht spielen kann. Spartaner, Stahlwand, Schläger, Wirkungsfeuer, Speer, Bombensicher, Kampfeskumpel, Kämpfer. Klasse 2. 4200 Schaden. 4500 Schaden gefressen. 1300 gespottet. Ja. Platz 1 beim Schaden. Platz 2 bei der Erfahrung. Ja, und hier unser dämlicher T-30, der die ganze Zeit nur Scheiße gelabert hat. Ja, muss man einfach so sagen, wie es ist. Wieso hältst du nicht mal einfach mal dein Maul? Mal so kurz, mal so gefragt. Wieso spammst du und reportest du Leute umsonst, obwohl du keinen Plan vom Spiel hast? Hä? Wäre doch mal eine Maßnahme, so einfach mal das Maul zu halten. Ja, hast mir wie viele Reports reingehauen? Wofür? Wofür? Dafür, dass ich das Spiel für euch gewonnen habe? Dafür, dass ich die Mitte abgedeckt habe? Dafür, dass ich die Artis beschützt habe? Dass da wie viele Scouts und Artis und AMX-50B und was auch immer wollte da durch die Mitte und bei uns in die Base rein? Es gab, wie viele Artis? 3 oder 4 Artis zu beschützen, mein Freund. Lern doch mal das Spiel, bevor du so viel Scheiße laberst. Was hältst du denn davon? Ich hab das Spiel für euch gewonnen, Kollege. Ich hab gedefft, Schaden gemacht, Schaden gefressen, gespottet. Siehst du ja hier, da sind die ganzen, weißt du Bescheid, Kollege. Und jetzt gucken wir mal im Gegnerteam. Jagdpanzer E-100, naja, war okay. 50B, ein guter Spieler. IS-7,
Sehr gut auch, ja. T30. Auch nicht von schlechten Eltern. Ja, und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ja hier auf YouTube auch so extra ein Album, ne, für Leute, die einfach während des Spiels Scheiße labern. Während einer, der viel mehr Erfahrung hat als du, ja, vielleicht sich was dabei denkt, was er da gerade macht, okay? Weißt du Bescheid?